So, das ist jetzt meine Vorrichtung für den Münzlauftest. Und der kritische Punkt bei der ganzen Sache ist hier oben die Weiche. Vor allem die Weiche, es gibt da Möglichkeiten, zum Beispiel eine Kippweiche einzubauen. Das ist eine Möglichkeit. Diese Weiche hier funktioniert nur oder soll funktionieren nur mit Schwerkraft. Und eine Kippweiche hat auch Nachteile. Sie funktioniert zwar unter allen möglichen Gegebenheiten, aber das Problem ist, dass sie sehr viel Platz wegnimmt. Und hier ist es noch ein bisschen problematischer, weil wir haben hier zwei Münzeinläufe. Also es genügt nicht, dass wir hier auf die zwei aufteilen, sondern wenn beide voll sind, und wie gesagt beide, dann muss die Münze weiterlaufen hier in die Kasse. Und das ist bei einer Kippweiche sehr problematisch. Also es ist nicht nur der Platz, das Platzproblem, sondern auch von der Funktion her. Aber das andere ist eben, dass diese Schwerkraftweiche hier trotzdem der sensible Punkt von der ganzen Sache ist. Fangen wir mal an. Also ich nehme eine Münze, ich werfe die ein. So. Jetzt haben wir hier drei Punkte, und zwar hier unten haben wir Stopper. Da habe ich einfach 2 mm Bohrer umgekehrt reingesteckt. In Wirklichkeit wird es da auch feste Stopper geben, denn die Münzen werden nachher seitlich rausgeschoben. Und hier oben habe ich auch noch einen Stopper eingebaut. Das soll nachher die Weiche betätigen. Und zwar wird dieser Stopper hier ausgelöst durch einen Draht, gebogenen Draht, der sich hier befindet, so dass jedes Mal, wenn hier eine Münze liegt, dann die nächste Münze hier runterläuft und dann automatisch die obere ausläuft, so dass beide Kolonnen sich gleichzeitig auffüllen. So, ich bin jetzt bei 0 Grad etwa, und da läuft diese erste Kolonne, wird jetzt gefüllt. Wichtig ist dabei, dass hier diese Schlucht übersprungen wird. Das geht nur durch, das ist eine Parabolkurve, und das geht über die Geschwindigkeit, die die Münze hier erreicht. Aber wie man sieht, so, manchmal, in diesem Fall hier, läuft sie auch in die zweite Kolonne direkt, was eigentlich nicht sein sollte. Aber wir finden die Ursache noch etwas später. Nämlich das Problem ist, ich habe ja hier einen Monitorstand, den ich kippen kann. Jetzt schalte ich hier mal die Neigungswinkel an und mache die Neigung flacher, so dass ich ungefähr auf 3 Grad hier stehe. 3 Grad, ja ungefähr. So. Wenn ich jetzt hier oben die Münze einwerfe, läuft sie immer noch rein. So. Aber es wird schon so langsam kritisch. Und wenn ich jetzt noch mehr kippe, auf 5 Grad zum Beispiel, so. Dann funktioniert das nicht mehr. Dann läuft die Münze wieder heraus. Und da gibt es dann natürlich ein paar Probleme. So, was mich aber gewundert hat, ist, wenn ich jetzt die Neigung noch verstärke und hier bis zu etwa 7,5 Grad gehe, so etwas mehr, so, und dann die Münze einwerfe, dann funktioniert das plötzlich wieder, was eigentlich total unlogisch ist, denn das ist ja eine Parabole, wie schon gesagt, die davon abhängt, wie die Geschwindigkeit hier ist. Also logisch wäre, dass je mehr ich den Winkel flacher mache, je flacher ich den Winkel mache,
dass das nicht mehr funktioniert. Aber jetzt plötzlich bei dieser Neigung funktioniert das wieder. Meistens. Das ist, wie gesagt, nicht normal. Wo das Problem ist, ich habe mir auch zuerst gedacht, das gibt's ja nicht, das kann nicht entgegen den mathematischen Gesetzen funktionieren. Also habe ich es mal so gemacht, ich habe ganz einfach den Neigungswinkel jetzt verstellt, und zwar genau in die andere Richtung, um etwa 7,5 Grad, so. Das sind natürlich Neigungen, die in Wirklichkeit nie passieren, außer bei einem Erdbeben. Anders ist das nicht möglich. Also ich habe mir selbst so eine Grenze gesetzt von ungefähr 5 Grad Neigung, sollte er schon verkraften und noch normal funktionieren. Aber wie gesagt, so, jetzt probieren wir das mal. So, und wenn man jetzt genau schaut, jetzt wäre ja auch wieder logisch, dass die Münze sofort hier in die erste Kolonne läuft. Das macht sie aber nicht. Und jetzt erkennt man auch das Problem. Das Problem ist ganz einfach, die Münze stößt hier an. Das heißt, wenn sie jetzt einen flacheren Winkel hat, dann kommt sie über diese Ecke hier noch rein. Aber sobald der Winkel stärker wird, knallt sie oben gegen diese Ecke und dann bekommt sie eine Rotation in die andere Richtung. Und das ist genau das, was dann passiert, dann fällt sie hier rein. Das ist natürlich nicht, wie es sein sollte. Und das ist wahrscheinlich relativ einfach, man sieht das, wie gesagt, sehr gut, weil das so langsam hier geht. Sie stößt an, so, und dann geht sie in die zweite. Jetzt ist aber das Problem, das mit dieser Geschichte hier relativ einfach zu lösen. Ich meine, wenn ich hier diese Abschrägung hier auf 45 Grad mache anstatt auf 20, dann habe ich ungefähr 1,5 bis 2 mm und dann wird das funktionieren. Ein anderes Problem, was noch dazu kommt, ich stelle das mal wieder einigermaßen gerade, das ist, dass diese Spitze, die ist auch nicht so, wie sie sein sollte. Denn da gibt es eine Tendenz, dass die Münze, wenn sie in die zweite Kolonne läuft, dieses überläuft und dann sofort in die Kasse geht. Normalerweise funktioniert das so, dass die Münze, die hierher läuft, in die erste Kolonne gestoppt wird und dann die zweite dadurch hier reinläuft, in die zweite Kolonne, und dann hier einen Draht auslöst und dann läuft diese auch nach, sodass die Kolonnen sich gleichzeitig auffüllen. Das ist so, wie es sein gedacht wäre. Aber wie gesagt, die Schrägen hier müssen geändert werden, sonst wird das nie richtig funktionieren. Also bis zum nächsten Test gibt es da noch ein bisschen Arbeit. Jetzt kommt noch ein Punkt, und zwar, was man auch mathematisch nicht berechnen kann, das ist die Füllhöhe. Das Problem ist nämlich, dass Kolonnen, man hat das auch schon bei den Fingerschlägern, wenn unten muss der richtige Stopppunkt am richtigen Platz sein, wenn er ein paar Millimeter früher oder später unten oder oben ist, dann wird oben alles blockiert. So, ich fülle jetzt die Reihe mal auf. So, jetzt natürlich läuft sie nicht dahin, wo ich haben will, aber wir kommen schon auf den Punkt. So. Jetzt sind wir fast soweit, jetzt fehlt noch eine Münze oben. So, jetzt in diesem Fall ist es so, ich habe das ja vorberechnet,
Aber da sieht man wieder, die Praxis und die Theorie ist was ganz anderes. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Münze noch nachwerfe, dann blockiert die. Das sollte nicht so sein. Die müsste dann auf jeden Fall weiterlaufen. Das heißt, irgendwie ist da ist das zu eng und die Münzen müssen tiefer gestoppt werden. Ob jetzt da eine Reihe verloren geht oder nicht, das muss man dann sehen, aber es ist auf jeden Fall eine Basis. Diese zwei Punkte müssen auch geändert werden. Und warum das so kompliziert ist, das zu berechnen, ist darum, weil hier sieht man das zum Beispiel am besten in der Biegung. Wenn ich hier etwa 2 mm runtergehe, dann kommt diese Münze hier ungefähr 10 mm nach vorne. Das ist also kompliziert, sowas theoretisch zu berechnen. Aber die richtige Stellung, habe ich gemerkt, ist, wenn diese, ich kann das jetzt mal so probieren, hoffentlich fallen die mir jetzt nicht alle raus. So, wenn ich jetzt hier langsam nachlasse, habe ich, so. Das ist jetzt der Punkt, wenn diese Münze hier richtig liegt. Hier wäre es genauso, ich werde das jetzt nicht alles auffüllen, aber ich habe das probiert, also wie gesagt, in dieser Kolonne sollte auch die eine Münze hier, so wie da direkt an dieser Seite liegen. Dann ist das korrekt und dann hier sieht man den Abstand, ist auch alles richtig, dann müsste das korrekt funktionieren. Und wie gesagt, ich mache die jetzt mal leer. Möglicherweise muss ich dann hier in der Ecke noch ein Dreieck machen, ein ähnliches Dreieck wie hier, denn hier könnte eine Münze auch sich verhaken. Hier nicht, aber in dieser Kolonne schon, weil der Druck hier größer wird, weil eben hier eine relativ große Anzahl von Münzen vertikal steht, gibt das mehr Druck als in dieser Reihe hier, wo nur ein oder zwei Münzen vertikal stehen. Das ist wirklich eine ganze Geschichte, die man nur praktisch so testen kann und theoretisch kann man das nicht berechnen. Das muss man praktisch ausprobieren. Und ich habe jetzt schon eines gelernt, das heißt, dass eben unten die Stopper müssen geändert werden. Ob ich jetzt eine Münze verliere oder nicht, das muss ich sehen. Oben die Winkel hier müssen geändert werden. Und dann, wie gesagt, dann geht es dann zum nächsten Test. Und dann sehe ich, wie weit das so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Auf jeden Fall für heute ist Schluss mit der Demo.